Sonnenaufgang hier an der unteren Tunguska und hier soll's mal wieder richtig gut ablaufen und ordentlich was reinscheppern. Ich bin gerade hierhin marschiert, hab gedacht, alles klar, gute Uhrzeit, jetzt wird getestet, was ich die Tage noch im Stream gesehen habe. Und zwar im Stream, im Livestream von Magic Fruit Deer. Der alte Banger hat hier rausgezogen, hatte den Saruto im Chat und der meinte, Alden, probier mal hier, probier mal da. Und der Magic, der rennt einfach hin und denkt sich, oh geil, Alter. Wenn der Saruto das sagt, dann renne ich da doch mal hin. Und zack, hat er hier rausgezogen, an der unteren Tunguska. Immer wieder gut laufender Spot und ich bin natürlich auch immer interessiert an gut laufenden Spots. Da muss natürlich probiert werden und was nehme ich hier dafür? Natürlich das Belaya Setup in etwas aufgewertet und wir gucken mal, was hier so reingeht. Also ich teste vielleicht so 2-3 Köder, natürlich einmal hier den Main Köder, den wichtigsten für die untere Tunguska. Also ein Topwater, ein Oberflächenköder und danach nochmal einen Spinner und vielleicht sogar nochmal einen Blinker. Ja, gucken wir mal. Vielleicht nicht ganz so große, aber so kleinere Blinker könnten auch noch gehen. Je nachdem, was hier alles reingeht. Arland, Alten, zum Glück keine 3 Kilo. Die machen einen ja fix und fertig, habe ich gehört. Also, jetzt schön locker durchziehen hier. Ganz locker durchgieren sozusagen. Also mit dem Oberflächenköder kurz intervallmäßig. Tempo 50 habe ich eingestellt plus Shift. Immer locker gedrückt und dann steht hier schon das Gieren. Ich bin nicht so ganz leicht unterwegs, denn hier können übelst die Brocken reinrennen. Und ich sag mal, alles unter 9, also ich sag mal unter 10 Kilo ist noch ganz okay. Um die 9 Kilo, das passt eigentlich ganz gut, je nachdem, auf was man eben auch aus ist. Wenn man natürlich schwerpunktsmäßig hier auf die Eschen bzw. auf die Bachforellen aus ist, dann kann man natürlich ein bisschen kleiner reingehen. Aber mein Ziel ist es, auf Lennok hier zu gehen. Und der Lennok, ja, der ist auf jeden Fall nochmal deutlich stärker als so mancher Arland oder eine Bachforelle. Ist natürlich auch immer wieder schön, XP-mäßig gut, silbermäßig gut, alles tipptopp. Aber wie gesagt, Lennok ist da nochmal ein ganz anderes Thema und die können halt richtig, richtig steil gehen. Und deswegen schön entspannt jetzt hier durchziehen auf, ja, ich sag mal, mittelstarkes Setup. Übrigens das Aufwerten vom Belaya Setup, das kann man ja ganz gut machen ab Level 30. Ich verlinke nochmal ein Short-Video. Unter 60 Sekunden, zack, hast du sämtliche Informationen, was man machen kann zum Aufwerten von diesem Belaya Setup. Und dann geht es eben auch hier an der Tunguska richtig gut ab. Zum einen hat man natürlich sämtliche Vorteile von dem Belaya Setup, also Wurfweite, die Power, die Tragfähigkeit und dann, wie gesagt, als aufgewertetes Setup auch noch ausreichend Bremskraft. Auch immer super wichtig. Ja, und was man halt sieht, jeder Wurf, zack, kommt schon ein Biss. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Bisher sind die Größen noch okay. Noch nicht so der Oberburner, aber schon mal ganz okay. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und nächste, schöne arktische Esche. Jawohl. Nehmen wir natürlich auch alle gerne mit. Übrigens auch immer wieder im Café drin. Kaffeeaufträge, arktische Esche, Kaffeeaufträge, ostsibirische Esche, Bafo. Also das ist natürlich auch immer wieder mit drin. Und ganz wichtig, pünktlich hier sein. Also 4 Uhr, 5 Uhr am besten schon am Gewässer sein, am Spot sein und dann langsam anfangen. Denn wir haben für die meisten Fische hier an dem Gewässer, beziehungsweise ja hier auf diese Art und Weise zu angeln, eigentlich nur die Tageszeiten. Also von 4, 5 Uhr morgens bis ungefähr 23 Uhr. Danach ist Sense. Na guck mal, wir haben hier tatsächlich mehrfach Arland. Das ist echt selten. Das ist wirklich selten für dieses Gewässer.
und auch gerade hier für den Seitenarm an der Tunguska, dass hier der A-Land so dick mit drin ist, ist nicht häufig. Also das ist wirklich ein Ding. Ich teste vielleicht gleich nochmal ein bisschen andere Köder, wie gesagt, ob hier noch ein bisschen was anderes geht. Häufig funktionieren hier eben auch Spinner, so im Bereich von Kupferfarben, für die Eschen zum Beispiel. Und das werde ich natürlich auch gleich noch testen. Und natürlich auch noch andere Topwater. Eine andere Stelle, die mir auch immer wieder schmeckt, die ganz ähnlich ist, da gucken wir gerade drauf zu. Zack. Und zwar da drüben, ungefähr da, wo die Steine liegen. Und dann wirft man quasi hier in diesem Bereich, also jetzt stehen wir ja genau in der Kurve. Und dann da drüben, die andere Stelle, klappt eben auch immer mal wieder gut. Speziell für Lennox. Auch da gibt es bestimmt schon ein, zwei Videos auf dem Kanal. Also Tunguska angeln. Wenn man grundsätzlich Bock hat auf sowas wie Belaya angeln, also leichtes, feines, zartes Spinning, dann ist Tunguska einfach nochmal das i-Tüpfelchen. Einfach nochmal schön ein draufgesetzt, denn die Fische hier haben einfach nochmal mehr Power. Lennox, Buckellachs, dann hat man hier durchaus auch mal einen Taimen zwischendurch drin. Die Seeforellen, die Seesaiblinge, die hat man auch hier drin. Also die geben hier dann auch nochmal durchaus richtig Gas. Und ja, das macht das Ganze natürlich nochmal spannender. Leider auch ab und zu mal die Hechte, kann auch durchaus passieren, dass die hier mit reinballern. Ja, wichtigster Punkt natürlich, ne, ihr, oder ich sag mal, das erfahrene Fischerauge hat es natürlich schon direkt erkannt, wo ich hier stehe, am umgefallenen Baum. Ich zeige es auch gleich eben auf der Map. Also absolut essentieller Spot am Seitenarm der Tunguska. Na, was haben wir hier, Lüttes? Oh, die schmeißen wir direkt wieder rein. Also, da oben ist es. Wie gesagt, rechtzeitig loslaufen. Hier unten startet man ja. Rechtzeitig hier einfach durchlaufen. Man muss so einen leichten Bogen laufen. Hier ist ein Berg, also muss man hier so einen leichten Bogen rumlaufen. Und dann geht es eben hier hin. Und in der Regel halt auch wirklich in diese Area werfen. Nach oben, ja, ist auf jeden Fall nicht ganz so ergiebig. Und ansonsten, wie gesagt, hier diese Stelle auch nochmal testen. Also diese gerade Strecke hier. Und da kann man dann komplett abfächern, die ganzen Bereiche. Das funktioniert auch immer wieder gut. Und natürlich absolut essentiell hier der Bereich in Richtung, hier ist ja der Wasserfall, in Richtung des Wasserfalls. Also das sind, sagen wir mal jetzt hier, die drei wichtigsten Spots in dieser Area. Ich teste mal einen anderen Köder und zwar nochmal einen Walker, nochmal einen Oberflächenköder. Einer, der auch immer wieder ganz gut funktioniert, ist dieser hier. Genau, wir sind jetzt ein bisschen übertrieben hier unterwegs. Dicke, fette Haken drauf. Vorteil natürlich vom Belaya Setup. Wir haben hier 3 bis 15 Gramm. 3 super wichtig, 3 Gramm Wurfgewicht. Essentiell, weil es sehr, sehr viele Köder gibt, die eben im 2-3 Gramm Bereich sind. Hätte man hier 4 Gramm Mindestwurfgewicht, ist man damit schon ziemlich raus. Und jetzt haben wir hier natürlich, weil, ja, bis 15 Gramm, gar kein Problem, einen 8 Gramm Köder auch rauszuwerfen. Also raus damit. Zack, fliegt auch richtig nice raus. Und wir gieren den natürlich auch einfach durch. Und gucken mal, was da drauf funktioniert. Auch ein Klassiker, der immer wieder ganz gut funktionieren kann für Lennox. Ich suche ja jetzt, wie gesagt, speziell den Lennox. Die anderen, ja, sind zwar ganz nett. Zum Silber machen kann man sich hier einfach hinstellen und durchziehen. Aber wie gesagt, mein Ziel ist es hier speziell auf Lennox zu gehen. Denn der fehlt mir noch als Trophy. Den ollen Lennox, den brauche ich irgendwann mal. Wird langsamer Zeit. Irgendwann muss der doch mal reinballern. Und deswegen teste ich auch gleich noch einen weiteren Köder, ob der eben auf Lennox geht. Und den dann allerdings mit ein bisschen dickeren Setup. Da kann man sich dann vielleicht auch sowas wie mit der Karma Mächter zum Beispiel, wenn man die so um die Level 20 herum gekauft hat. Die hat ja auch ein super Wurfgewicht, auch richtig gute Tragfähigkeit. Das Teil ist dann auch richtig gut für die etwas größeren Köder. Der scheint hier gerade nicht zu triggern. Also den machen wir direkt wieder ab. Ja, also wenn da beim ersten Wurf schon nichts kommt, direkt der Wechsel. Und jetzt wechsle ich allerdings auch nochmal kurz die Route, denn wie gerade schon gesagt, hierfür nehme ich jetzt den etwas dickeren Köder. Ich gehe hier allerdings auch fein und leicht rein. Auf, ich nehme mal hier Fluorocarbon komplett. 9
Kilo Fluorocarbon. Und jetzt kommt hier drauf der Walker. Wir sind wieder beim Walker. Und zwar Ette hier mit einem 2-0er Haken. Angry Walker 04. Vorteil bei den Angry Walkern, man zieht sie hoch und die trudeln beim Lockerlassen ein bisschen runter. Das triggert auch hart. Allerdings triggert das auch immer mal wieder Hecht. Von daher muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber hier ist es dann eben essentiell, dass man dann zieht und danach immer so ein bisschen Pause lässt, weil die danach eben erst ins Trudeln kommen. Und das ist das, was die Fische immer so ein bisschen triggert. Oder runterlassen und dann wieder hochziehen. Ne? Man sieht so ein bisschen an der Schnur, die sackt halt runter. Und sobald man kurbelt, schießt die Schnur auch wieder schön nach oben. Das ist genau das, was wir hier erreichen wollen beim Führen von dem Angry Walker. Na, aber so richtig für die Lennox ballert es noch nicht rein. Das ist alles noch nicht so ein richtig gutes Zeichen hier. Allerdings werde ich das gleich direkt da drüben nochmal testen. Bei den Steinen, wie gesagt. Auch eine ganz klassische Stelle für Lennox. Ne, hat auch nicht funktioniert. Dann gehen wir zurück. Ja, so ist halt das Ködertesten, ne? Zack, 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 einer nach dem anderen. Weiko-Köder, auch wieder ganz normal auf dem Belaya-Setup. Die ganze Zeit hier mit 9 Kilo Fluorocarbon. Und das ist doch ein gutes Zeichen. Auch ein Köder, der an der Yama immer wieder gut funktioniert, selbst in sehr groß. Weiko 25 Gramm, der gestreifte hier. Der kickt immer wieder ganz gut rein. Was haben wir denn da? Nee, ne? Haben wir schon wieder ein A-Land oder was? Das ist ja wild. Das ist ja wild. Das ist wirklich wild. Also, A-Land hier an der Stelle, das ist nicht so. Und vor allem so auf Spinning so häufig. Das ist schon ein bisschen abgefahren. Aber warum nicht? Nehmen wir doch auch gerne mit. Ist ja kein schlechter Fisch. Würde ich ja gerne viel mehr im Game haben. Viel aktiver und viel besser zu beangeln. Denn das ist einer der wenigen Fische, die eben auch noch so im Bereich sind von 4 Kilo Trophy-Gewicht. Also eine Gewichtsklasse, die man gerade im Mid-Level richtig gut beangeln könnte. Und leider ist der A-Land einfach viel zu inaktiv. Viel zu wenige Spots, viel zu wenig und zu selten gut gezielt zu beangeln. Ich mache gerade übrigens hier beim Spinning einfach nur Tempo 50, kurze Umdrehung, so eine Art Jig, ohne dass es wirklich Jig ist. Ne? Also immer nur so ein bisschen ziehen. Funktioniert an der Yama auch immer wieder gut. Hier könnte allerdings auch funktionieren, einfach locker einleiern und dann ein bisschen runterdrehen vom Tempo und dann gucken, so, jetzt wiggelt das so ein bisschen, dass unten die Actionbar richtig schön in Wallung gerät, dann wackelt quasi der Blinker ganz doll, ist da richtig in Action, weil er eben gegen die Strömung jetzt in dem Fall nochmal sich so ein bisschen mehr um die eigene Achse dreht und das triggert halt meist nochmal ein bisschen mehr. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, im Moment, ja, ist es okay. Da haben wir zumindest schon mal den Zielfisch. Das ist gut. Direkt nochmal auswerfen. Nicht ganz so weit war ungefähr der Einschlag. Und nochmal durchwiggeln. 28, 27, ja, irgendwie so in der Richtung. Zwischendurch mal vielleicht mit Shift nochmal zusätzlich triggern oder zwischendurch nochmal eine Pause machen. Dann wieder anfangen. Also da ist es jetzt natürlich ein bisschen rumspielen und gucken, welcher von den, ja, oder welche Führungsmethode ist am besten für diesen besagten Köder. Hier ist schon Grundberührung. Kommen wir tatsächlich noch in den Jig hier. Auch nochmal eine Möglichkeit. Einfach testen, testen, testen. Ne? Irgendeine der Führungsmethoden, also wie man den führt, welche Führungsmethode, ob das jetzt Jig-Führung ist oder einfach durchleiern ist. Oder mit Speed oder mit Stop and Go oder. Also das muss man einfach alles testen mit jedem Köder eigentlich. Deswegen ist man da ständig ein bisschen beschäftigt. Und das an für sich auch noch zu unterschiedlichen Uhrzeiten und unterschiedlichen Wetterbedingungen. Denn alles kann halt auch Einfluss haben auf das Bissverhalten. Aber das ist noch nicht so ganz ideal. Nächster Test wird jetzt in Richtung Kupfer oder so. Ja, doch eher so in Richtung Kupferfarben.
Ich denke, ich werde jetzt gleich mal einen Spinner nehmen. Oder nochmal einen... oder nochmal einen Type 1 kleinen... So einen kleinen Spoon, so einen kleinen Blinker. Ach, du Schande, die schmeißen wir direkt wieder rein. Nehmen wir mal Type 1, die ganz kleinen Blinker hier. Gibt's auch schön in Kupferfarben. Vierer Haken drauf, Puschel drauf, jawohl. Und gib ihm. Und den leiern wir jetzt auch einfach locker durch. Machen wir mal ein bisschen langsamer. Guck mal hier, Tempo 18. Kommt da richtig schön ins Wiggeln. Wiggle, 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 wiggle. So, jetzt fehlt bloß noch der Einschlag nach dem Wiggeln. Na, hier müssen wir schon mal wieder ändern. Und dann gib ihm. Ne, triggert noch nicht genug. Reicht mir noch nicht. Da müssen die Einschläge schneller kommen. Ja, da muss eigentlich mehr passieren. Ja, und den Arland wollen wir auf gar keinen Fall. Dann gehen wir hier auf den schwarzen Spiker. Auch den direkt nochmal testen. Spiker in der Regel, also gehen immer wieder ganz gut. Bisschen schneller geführt. Und da haben wir auch schon direkt wieder Biss drauf. Perfekt. So, komm ran hier. Aber die A-Lande hier an der Stelle, da muss ich sagen, die will ich nicht. Also das ist wirklich nicht das, was ich suche hier. Ist zwar ganz nett, wie gesagt, auch kohlemäßig bisher super gut, gar nicht verkehrt. Wenn man hier direkt komplett durchzieht, nur mit dem Popper, super Geschichte. Hatte Magic Fruit hier auch gemacht im Livestream. War super gut, hat sich wirklich auch, konnte man sich gut angucken, hat gut funktioniert. Gute Frequenz an dem Spot. Also, das lohnt sich. Einfach mal reinschauen auf Twitch, Magic Fruit hier. Ich verlinke auch mal den YouTube-Kanal, wenn du da Interesse hast. Für zum Beispiel The Hunter Call of the Wild Videos. Zack, direkt mal reingucken, Alten. Lohnt sich. So, zack. Und ich teste jetzt hier nochmal ein bisschen die anderen Köder. Und ich glaube, so gegen Mittag gehe ich aber da drüben nochmal auf die andere Stelle und suche da weiter den Lennock. Na guck. Zack. Also, auch hier geht noch ein bisschen was rein. Und auch hier haben wir den Zielfisch. Lennock, immerhin 1,4 Kilo. Das schmeckt doch schon mal ganz gut. Also, jetzt hier gerade ein bisschen getestet. Auch schon wieder 6 verschiedene Köder durchprobiert. Und ja, offenbar scheint hier an der Stelle der Walker zu funktionieren. Mit dem Popper hatte ich sie gerade auch probiert, der Popper in Braun, der ja sonst immer wieder richtig gut auch funktioniert am Seitenarm. Aber ja, da waren dann nur die kleinen Lennocks und die Lüttendinger hier, die wollen wir ja nicht. Aber jetzt hier auf dem großen Walker mit einem 1-0er Haken jetzt hier gerade drauf. Das scheint auch ganz gut zu gehen. Aber sie müssen noch ein bisschen größer werden. Die brauchen alle noch ein bisschen mehr Speck an der Rippen. Damit das auch richtig Bock macht. Wie gesagt, gerade Lennock. Und Lennock als Trophy soll halt übelst abgehen. Der soll halt kampfstark ohne Ende sein. Schlimmer als ein gleich großer Taimen. Also da bin ich einfach noch gespannt drauf und hoffe drauf. Wie gesagt, hier einfach immer schön quasi abfächern, ob man jetzt da vorne hinwirft zu diesen Büschen da unten. Oder ich werfe meistens eigentlich hier vorne hin zu den Steinen einfach gegenüber. Zack. Und dann einfach hier durchziehen. Wenn man hier mit der Strömung zieht, dann eben auch am besten noch mit der rechten Maustaste gleichzeitig. Also Shift 50, Vollspeed einkurbeln sozusagen, plus rechte Maustaste. Ne? Dann kommt man auch hier in das Gieren rein. Sonst könnte das ein bisschen schwierig werden mit der Strömung. Und gegen die Strömung reicht eigentlich Tempo 50 plus Shift. Dann kommt man eben auch hier ins Gieren rein und hat immer wieder diese Bewegung. Na, also einfach eine Stelle, die immer wieder gut zu testen ist. Im Moment muss ich sagen, es geht schon mal mehr. Es ist okay vom Spot. Es ist ganz okay. Wie gesagt, wenn man einfach nur auf Masse und auf Silber aus ist,
einfach da drüben bleiben am Baumstamm, ne? Einfach daneben stellen und gib ihm zwischen Baumstamm und dem ersten Grasbüschel. Einfach schön in die Mitte stellen und gib ihm schön auf den braunen Popper. Alles mitnehmen, was da reinballert. Einfach Cash machen. Ich sag mal so um die, na, sagen wir mal 500 Silber sind doch da locker drin, wenn man sich da hinstellt. Also 500 Silber die Stunde, beziehungsweise man müsste da ja dann eigentlich auch rechnen, dass man eben quasi nur die Tageszeit hat. In der Nacht gehen ab und zu noch die Bachforellen rein, die gehen da schon mal mehr rein, auch in der Nacht. Aber der Rest ist dann da eigentlich vorbei. Der Rest ballert dann nicht mehr rein. Na, scheint der Lennox hier vorne zu sein, am Grasbüschel, wenn man jetzt hier durchzieht. Das wär's doch. Dann ziehe ich jetzt hier einfach nochmal durch, bis in die Abendstunden. Ja, aber so und so ähnlich geht's halt. Also, testen, testen und nochmals testen. Das ist halt einfach das A und O. Immer wieder rumprobieren, immer wieder verschiedene Köder ausprobieren. Am besten ein, zwei Würfe machen. Gerade im Spinning-Bereich, wenn bei den ersten ein, zwei Würfen nichts reingeht auf einen Köder, Köder wechseln. Hilft ja nichts. Was hast du davon, wenn du hier die ganze Zeit den wunderschönen oder dein optisch schönsten Köder ins Wasser hältst, aber die Fische finden den zum Kotzen? Also, einfach Köder testen, auch wenn der Köder nicht so sexy aussieht in deinen Augen. Dem Fisch muss er ja schmecken, ne? Von daher zack, 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 ran ans Wasser. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mehr im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.